Die Bonifatiuskirche in der Liebigstraße am Mittwochabend. Nicht zu einem Gottesdienst hatte man sich eingefunden, sondern zur Diskussionsreihe Europadialog Hessen des Hessischen Ministeriums der Justiz für Integration und Europa. Passend zur Örtlichkeit konnte als Referent Karl Kardinal Lehmann gewonnen werden, seines Zeichens Bischof von Mainz. Hessens Justiz- und Europaminister Jörg-Uwe Hahn begrüßte seinen Gast und hieß die Besucher, die zahlreich in den Kirchenbänken Platz genommen hatten, willkommen. In seinen einleitenden Worten umriss Hahn die europäische Grundidee und deren Entstehung. Ehe Kardinal Lehmann sich den Fragen von Peter Limburg, dem designierten Intendanten der Deutschen Welle und bisherigen Nachrichtenmoderator von Sat.1 stellte, referierte er zum Thema »Welches Europa wollen wir?« Über die derzeitige Akzeptanz der europäischen Ideen der Bevölkerung zeigte sich der Kardinal bestürzt. Wenn man sich klar macht, unter welchen Bedingungen Europa nach dem Brexit im Zweiten Weltkrieg gestartet ist, wie es heute dasteht und wie es vergleichsweise sehr vielen Bürgern geht, dann kann man nur entsprechend die europäische Idee und die Karriere bekommen. In seiner Rede betonte Lehmann, dass man Europa nicht nur geografisch definieren könne, sondern vor allem aus der Geschichte und der Kultur heraus. Wichtige Werte seien für ihn Pluralität und Vielgliedrigkeit sowie Individualität und die Freiheit gleichberechtigter Menschen. Themen im anschließenden Gespräch mit Peter Limburg waren unter anderem die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa und die Erwartungen an den neuen Papst. Das Publikum war ebenfalls eingeladen, Fragen an Kardinal Lehmann zu stellen.